Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 HD Remaster Remake. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier im Labor unterwegs und haben den Bereich schon zu einem großen Teil erkundet. Beziehungsweise dieses dritte Untergeschoss. Und da ist noch ein Raum, wo wir gleich nochmal gucken müssen. Und wir haben beim letzten Mal hier diese Tür geöffnet und haben diesen Dia-Film hier gefunden. Da würde ich mal vorschlagen, gehen wir mal in den visuellen Datenraum rein. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Hier ist die Musik weg. Ach du Kacke, noch mehr Items. Noch eine Heilung. Erste Hilfe Spray. Ah, und die letzte Modiskette. Wir haben schon zwei Modisketten. Okay. Da ist eine Karte vom Labor. Jawohl. Gucken wir uns das mal an. So, da ist ein Gang. Da sind wir gerade. Oh ja, okay. Hier ist noch ein bisschen was zu tun, tatsächlich. Hätte ich jetzt gedacht, dass das nicht mehr so viel ist. Aber okay, so. Ist aber kein... Ach, guck mal. Da liegt auch noch Shotgun-Muni. Wir haben natürlich kein Itemplatz mehr, ne? Eine Leinwand für einen Filmprojektor. Ja, dann... Der Film ist eingelegt. Ansehen. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. Oh, ja. MA-39 Cerberus. Der Zombiehund. FI-03 Neptune. Der nette Hai, dem wir begegnet sind. Sehr nette Filme haben wir hier. MA-121 Hunter. Ja. Kennt man, ne? Ach du Kacke. T-002 Tyrant. Ja. Bioorganische Waffen, Waffenforschungsgruppe. Entwicklungsteam. Ja, guckt mal. Auf der rechten Seite. Ne? Wer ist das? Ja. Der gute Wesker. 834170623. Okay. Kannst du jetzt diesen Film hier einlegen? Aha. Hier kommt jetzt nochmal alles in Rot. Okay. 8462. Das könnte von Wichtigkeit sein. Wir können ja hier nochmal zurück, ne? Aber schon schaurig, was da... Ah, diese ganzen Gegner hier. Ekelig. Eingabe für den Passcode. Moment. Ja, war doch klar. Werbematerial. Tolle Werbung, ne? Finde ich echt super. 8462. Okay, gehen wir das mal hier ein. So, 8462. 8462. Ja, alles klar. Der ist richtig. Da öffnet sich ein Geheimgang. Ja, wir können hier nicht alles mitnehmen, leider. Wo ist denn... Hä? Ja, war doch der... Ach, da vorne. Okay. Ah, da liegt auch noch was ganz Wichtiges. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneths Film ansehen. Gottes Willen. Das war tatsächlich unser Kollege, der am Anfang ja von einem Zombie angegriffen wurde. Kenneth, die erste Leiche, die wir in dem Herrenhaus gesehen haben. Oh mein Gott, und dafür haben wir jetzt auch Kenneths Film gebraucht. Interessant.
Sehr schaurig, das Ganze. Und wir können wieder mal keine Objekte tragen. Mein Gott. Okay, aber nicht schlimm. Wir haben ja hier vorne, haben wir, glaube ich, den Speicher, beziehungsweise die Kiste. Ne? Ja, ist nicht ganz so weit. Ja, Freunde, sehr schaurig, was da mit Kenneth passiert ist. Das war, wie gesagt, der allererste Zombie. Ja, und da haben sie uns auch mal ein bisschen mehr nähere Infos dazu gegeben. Finde ich super. Gut, Kiste. Sollen wir die Modusketten jetzt mal alle mitnehmen? Da liegt ja auch noch Schrotmuni, ne? Mann, das ist so blöd, dass wir ja wirklich mit Chris so ein Mini-Inventar haben. Weil ich weiß, wo wir den Schlüssel benutzen müssen. Und die Modiskette lege ich erstmal nochmal raus. Doch, doch. Die legen wir erstmal nochmal raus. Okay, gut. Wieder da hinten rein mit uns. Weil der Schlüssel ist eigentlich überlebenswichtig. Ja, klar. Na gut. Ich frage mich auch, wo Wesker jetzt hin ist, ne? Ich meine, wir haben ja jemanden eben auf dem Foto gesehen, der so ähnlich aussah. Ja, Wesker, wo bist du denn? Der mit dir fällt sich schon die ganze Zeit so komisch. So, gut, dann machen wir mal hier. Genau, der Schlüssel hier. Laborschlüssel, ganz genau. Gucken wir uns den mal an. Ein Hochspannungssymbol ist eingraviert. Jawohl. Das heißt, wir können damit in diese Türen rein. Ja, sehr nice. Und die Shotgun-Muni hätte ich ganz gerne. Wo habt ihr die Shotgun-Muni versteckt? Da ist sie doch. So. Gewehrmunition. Sonst haben wir hier nichts. Doch, hier ist noch was. Wow. Gerät zur Bildbearbeitung. Nee. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Was ist denn hier jetzt noch zu tun, sagt mal. Noch irgendwo... Hier irgendwas? Ah! Sicherheitsprotokolle. Okay. Basement Level 1. Erdgeschoss. Heliport. Nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss. Korridor zum Heliport. Also hier ist ein Hubschrauberlandeplatz. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Helikopters umgehend erschossen. Aufzug. In Notfällen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Arvin. Drittes Untergeschoss. Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, E. Smith, S. Ross, A. Wesker. Das ist ja wohl eindeutig, oder? Alter Wesker. Muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven Ausgabeterminals in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primäre Brennstoff zur Stromversorgung. Zur Stromerzeugung. Meine Güte, Nitroverbindung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabeterminals. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforschern mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Viertes Untergeschoss, Entwicklung des Tyrant nach Verabreichung des T-Virus. Nicht weiter lesbar. Alles klar, der vierte Untergeschoss. Da lieber nicht rein, oder? Ja, gucken wir mal. Gut. Das heißt, wir können aber mit diesem Laborschlüssel, den wir jetzt haben... Ach, guck mal, wir können auch... Okay. Gucken wir mal, was wir jetzt damit alles aufkriegen. Hier haben wir dann alles erledigt, tatsächlich.
Und ja, also das Labor hier ist dann doch etwas größer, als ich vermutet hätte. Beziehungsweise aus dem Original. Ja, doch, doch, doch. Ist eigentlich schon ähnlich. So. Okay. Dann. Wo geht's hier weiter? Können wir vielleicht hier rein? Hier ist eine. Ja, wobei, das ist die Passcode-Tür, oder? Da vorne, das ist die Passcode-Tür. Da brauchen wir diese drei Mo-Disks. Sollen wir das jetzt eben machen? Ist jetzt die Frage, was gibt es denn da hier? Guck mal die Karte. Ja. Die Frage ist, wo waren die Passcode-Ausgabe-Dinger? Jetzt, nein, nicht da rein. Ich möchte lieber erstmal, genau, so machen wir's. Ja, wobei, doch, doch, ich glaube, nee, wir müssen erst die Infodisks holen. Wir haben jetzt alle drei Mo-Disks und, hätte ich gar nicht hier runterstaffeln brauchen, ne? Ja gut, egal. Lass uns erstmal zwei Passcodes holen. Ich glaube, wir haben schon zwei Passcode-Terminals gesehen. Gut, weil dann können wir nämlich auch schon nochmal die Gelegenheit nutzen und ein paar Items ablegen. Ich brauche hier unten bis jetzt noch keine Heilung, ne? Das ist echt, echt top, muss man sagen. So, drei Passcodes. Also. Verstehe. So, dann. So, genau, der Laborschlüssel brauchen wir. Das können wir nochmal miteinander verbinden. So, da haben wir schön nachgeladen. So, dann kann der Schlüssel erstmal raus. Brauchen wir eine Modiskette und eine zweite Modiskette. So, dann gucken wir uns jetzt nochmal nach dem Passcode um. Ich glaube zu wissen, dass wir einen schon gesehen haben, ein Gerät. Und auch ein zweites. Ja, gucken wir das mal. Ist ein bisschen viel Hin- und Her-Rennerei mit Chris, ne? Aber ist halt schade wirklich, dass wir im ganzen Spiel keine Tasche oder sowas mit ihm gefunden haben. Das ist echt blöd. Aber gut, das ist halt die Besonderheit bei Chris in Resident Evil Teil 1. So, dann war doch hier in dem Ärztezimmer so ein Terminal, glaube ich. Oder? Oder wird das auf der Karte markiert? Das wäre ja zu nett. War hier nicht so eins? Nee, das ist nur... Okay. Das ist nur so? Hier? Nee, okay, das sind nur Röntgenbilder. Nein, brauchen wir nicht. John Ader. Mhm. Okay, nee, dann ist es hier tatsächlich nicht. Dann wird das auf der Karte markiert. Okay, ich verstehe. Heißt dann aber auch, dass... Ja. Dass wir nochmal zurück müssen und die Schlüssel... Ach Gott. Ja, das ist ein bisschen doof. Das ist echt ein bisschen doof gemacht mit Chris. Aber gut. Lange keine Zombies mehr gesehen, ne? Fällt mir gerade mal auf. Oder Hunter. Oder andere Gegner. So, wir haben doch hier so einen... Moment. Hier war doch irgendwo so ein Passcode-Generator. Ah, hier hinten, oder? Nee, wo war das denn jetzt nochmal? Hier war doch so ein Passcode-Gerät. Server? Ist nur der Rechner. Ein Teil einer Leiche, ja, okay. LCD. Hier war doch. Bin ich jetzt total beknackt? Hier war doch so ein Auslesegerät. Hier ist zumindest noch was. Hä? Server zur Datenverwaltung. Kaputt. Müssen wir hier noch was machen?
Müssen wir noch was machen? Warte mal. John. Ada. Müssen wir noch was machen? Der Rechner ist doch nicht umsonst noch an. Ja, Cell. Okay. Enter. So, Permission granted unlocked. So, dann wird das hier auch. Ne, wir haben alles unlocked. Der PC ist dann einfach noch da. Also noch an. Okay. Dann quit. Hä? Ich kann mich da doch dran erinnern. Wartet mal, und das hier hinten ist völlig umsonst, oder was? Chemikalien. Hä? Hier muss doch... Plastiksäcke. Hä? Hä, hey, wartet mal. Irgendwo habe ich schon so eine Maschine gesehen. Eine Reihe von LCD-Bildschirmen, ja, okay. Ah, vielleicht hier. Bilder aus einem Elektronenmikroskop. Hä? Ist das das da oder was? Nee. Irgendwie dann doch nicht. Oder was? Wo sind diese Passcode-Generator? Das verstehe ich gerade nicht. Wartet mal. Ach, vielleicht... Gehen wir nochmal raus. Vielleicht auf dem gegenüberliegenden Raum. Oder wartet mal. Die Frage ist, warum ist da noch was rot, ne? Warum ist da noch was rot angezeigt in dem Raum? Ist auf jeden Fall noch irgendwas zu tun. Vielleicht ist er hier vorne. Hier vorne noch. Ach, genau, das kann gut sein. Dass wir hier vorne eine so eine Maschine haben. Ein Passcode. So. Ach nee, das war ja nur der. Oder? Ah, hier war es doch. Hier war. Hier ist es doch, oder? Ah, genau. Mit einer Modiskette? Ja, okay. Dann nutzt die Modiskette. So. Wir haben den ersten Passcode. Ah ja. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Jawohl. Okay. Und das hier ist auch irgendwie, ne? Achtung, Explosionsgefahr. Pff, keine Ahnung. Sieht aus wie ein Nachttankgerät. Gut, ein Röntgenbild. Okay. Der erste Passcode ist da. Okay. Gut. Heißt dann aber auch, dass wir den Schlüssel wieder brauchen. Okay, ihr seht, ein Passcode ist grün. Na? Okay, wunderbar. Gut. Mein Gott, was er hin und her gerade mit Chris. Ist echt furchtbar. Aber hey, es macht ja dennoch Spaß, ne? Ich hoffe euch auch. Mir macht es nach wie vor sehr viel Spaß. Ist auch cool, dass sie sich mit dem Ending jetzt nochmal so ein bisschen Zeit lassen. Beziehungsweise nochmal hin und her laufen lassen. Weil tatsächlich, ja, wie gesagt, in der letzten Folge schon mal erwähnt, das ist mit einer jetzt der letzten Folgen von diesem Resident Evil und von der kompletten Resident Evil Reihe für mich. Weil, ja, die Begründung sofort, könnt ihr in der letzten Folge nachvollziehen. So, gut, dann... Ich werde jetzt die Pistolenmuni tatsächlich... Ja, sollen wir die rausnehmen? Weil wir brauchen ja wieder Itemplatz, ne? Ich werde die Pistolenmuni tatsächlich jetzt mal ablegen. So, wir brauchen den Schlüssel Hochspannungsraum. Aha, okay. Ich meine, wir haben 10 Shotgun-Schuss im Inventar. Das muss reichen für ein paar Zombies. So, Hochspannungsraum. Okay. Moment, Hochspannungsraum. Hochspannungsraum.
Ungemütlich. Ungemütlich. Wenn ich das schon wieder lese. Nimm bitte die Magnum mit. Weil irgendwann müssen wir das Ding mal benutzen und wann ist der bessere Zeitpunkt als jetzt? So, Magnum Revolver. Nimm den bitte mit. Wir können aber nur. Okay, wir haben 6 Magnum Schuss im Inventar. Gut. Ja. Ihr werdet euch denken, was kommt da, ne? Aber ich sag mal so, wir haben doch in einem Dokument gelesen, dass es hier noch eine speziellere Gegnerart gibt. Ne? Und da laufen wir jetzt das erste Mal mit der Magnum in der Hand rum. Und da ist die Magnum tatsächlich nicht die schlechteste Waffe. So. Gut, dann machen wir mal in diesen Stromversorgungsraum. So, das ist ja hier unten. Und dann hier in der Ecke. Diese Tür da. Hier die? Ja, genau, die hier. Sie haben den Schlüssel für den Hochspannungsbereich verwendet. Ach, wartet mal. Ist der doch nicht nur für. Sie brauchen diese Schlüssel hier. Ach, okay. Ja, na gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Vielleicht haben wir hier unser drittes Passcode-Generator. Hier fleucht jetzt natürlich wieder irgendwas rum, ne? Ich höre es schon. Hört ihr das? Wenn jetzt mal meine Uhr bald mal aufhört zu läuten. Hört ihr das? Ach, Uhr, das passt jetzt gar nicht, was das. Okay, danke. Okay, man kann hier hoch. Ihr hört das, ne? Das ist so ein richtig ekelhaftes Geräusch. Aha. Kann man hier sonst nichts machen? Wie jetzt? Nochmal Karte, bitte. Kommt man hier so überhaupt nicht hin? Ne, er geht runter, ne? Ah, man kann bestimmt schieben oder so. Wartet mal. Kann man nicht schieben? Doch, man kann schieben. Ha! Seht ihr? Es geht doch alles. So. Ja? Ah ja. Okay, wir sind hier durch so ein. Okay. Ich habe jetzt einfach mal geschossen. Freunde, weil. Man sieht nur Rumspaß. Man sieht nur rumfletschen, ne? Das war geil gerade. Der OP-Tisch ist voller Blut. Das Blut sieht nicht aus, als käme es von einer Operation. Ihr seht's, guckt euch dieses Ding an. Guckt euch dieses Ding an, das überlebt einen Magnumschuss oder was? Ja. Da habt ihr die neuen Gegner gesehen. Sehen richtig eklig aus. Sehen richtig dämonisch aus, diese Gegner. Ach, und guckt mal, wo wir jetzt sind. Interessant. Ja. Das sind die neuen Gegner. Die sind richtig ekelhaft und können richtig viel Schaden verteilen. Und zum Glück haben wir die Magnum nicht. Damit wir die kurzen Prozess machen können. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier haben wir tatsächlich nichts mehr. Oha. Okay. Sehr mysteriös hier alles. Diverse chirurgische Instrumente. Okay, das heißt aber, wir können wieder durch den Lüftungsschacht. Oder was ist das da vorne für einer? Lüftungsschächte. Wie cool, ey. Ah, okay, wir waren Gold richtig. Oh Gott. Ein Leichensack liegt auf dem schlichten Bett. Das Datum auf dem Sack liegt schon weit zurück. Ihr seid eklig. Das Regal ist voller Gegengifte. Oh mein Gott. Eine Blendgranate. Ah, ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Ja, danke. Disk. Zweiter Passcode. Düt, genau. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet. Oh, danke. Okay, einen brauchen wir noch. Oh, ist das widerlich. Moment. Ist das widerlich hier, ey?
Die Leichenschrecke. Und hier ist auch noch wieder noch irgendwas. Das ist echt komisch, ne? Da ist die Tür jedenfalls wieder. Und da kämen wir jetzt so hier hin. Was ist denn hier noch? Sagt mal. Ist hier noch irgendein Item? Ach, da vorne? Nee. Das haben wir erledigt. Hier in dem Schrank vielleicht. Nö, das ist Passcode. Das Regal ist voller Gegengifte. Was ist denn hier jetzt noch? Aha. Da ist noch ein dritter Lüftungsschacht. Moment. Was ist das für ein komischer Raum hier, ey. So. Ist noch ein dritter Lüftungsschacht? Wo geht der jetzt nochmal hin? Da sind wir hergekommen. Okay, ich verstehe schon. Ja, okay. Gehst du mal runter, bitte? Gehst du runter? Okay. Ah, wartet mal. Wir können das miteinander verbinden. Aber warum? Warum sollten wir das tun? Weil wir es müssen, oder wie? So, dann schieb mal. Ah, Gewehrmunition. Okay, dann war es das hier. Sehr schön. Alles klar. Gut. Dann haben wir das Item auch noch mitgenommen. Oh, aber diese Viecher da gerade eben, ne? Die waren echt, echt krass, muss man sagen. Festgerostet und bewegt sich nicht. Ja, danke. Danke. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier so rum raus. Oh Mann. Boah, ist das eklig hier, ey. Diese P-Räume. Deswegen hasse ich Umbrella-Labors. Grausig. So. Na toll. Wir haben es natürlich. Wir kommen nicht. Okay. Wir kommen hier nicht raus. Verdammt. Haben wir uns jetzt hier eingesperrt oder was ist hier los? Das wär's ja. Nee, wir müssen doch hier irgendwie rauskommen. Hä? Irgendwie. Moment, kann man das hier vielleicht. Wie kommen wir hier raus? Kommen wir hier jetzt nicht mehr raus? Wartet mal. Gibt es da vielleicht noch einen dritten Abluftschacht hier? Festgerostet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. Eins, zwei. Ah, hier ist noch ein dritter. Okay, okay, okay. Das heißt. Das heißt, wir kommen hier raus wieder. Ja, danke. Okay. Dieser OP-Räume, ich will hier raus, verdammt nochmal. Ah, danke. Danke. Ja, wir kommen hier raus. Puh, Freunde, okay, das heißt, wir müssen aber beim nächsten Mal, wenn ich das richtig sehe, in den Elektrikbereich. Ja, genau, das ist das. Was ist das da oben? Rot. Das muss ich jetzt nochmal. Ich gehe da jetzt nochmal rein. Irgendwas ist da noch rot. Was auch immer. Also. Irgendein Item irgendwo in der Ecke. Biologischer Gefahrenstoff. Dieses Symbol kennzeichnet biologische Gefahrenstoffe. Irgendwas ist doch hier noch. Teil einer Leiche. Eine Reihe von LCD-Bildschirmen. Irgendwas ist doch hier noch. Außer der Computer. Server? Ist doch nichts mehr. Der Rechner, der ist nicht mehr zu gebrauchen. Ah, okay. Danke. Haben wir das auch. Was ist das? Ist das wieder eine Heilung? Und? Es ist wieder eine Heilung. Es ist doch ein grünes Kraut. Ja, okay. Eins nur. Alles klar. Dann haben wir das endlich auch gefunden. Das habe ich schon verrückt gemacht hier.
Ich möchte natürlich alles mitnehmen, ne? Ganz klar. Okay, dann weiß ich auch, wo das dritte Terminal ist für den Passcode. Nämlich in den Bereich, wo wir beim nächsten Mal reingehen. Ne? In diesem Elektrobereich da. Und genau, dann gehen wir das abspeichern. Legen nochmal das Kraut ab. Und, was? Oh, ich erschreck mich immer von meinem eigenen Schatten. Das ist so geil. So, okay. Gut. Dann rein hier. Magnum nachladen. Und dann haben wir es gleich. So. Wunderbar hier. Perfekt. So, ein grünes Kraut kann dann weg. Ja, wobei... So, haben wir noch einzelne Kräuter? Nee, tatsächlich nicht. Okay, dann leg das so ab. Dann die Gewehrbuni kann weg. Na komm, da, so. Dann brauchen wir einmal die Magnum und dann abspeichern. Farbband und die letzte Modisk. So, perfekt, sag ich dazu nur. Nachladen. Bedankt. Firma dankt. Und genau, da kann die wieder weg. Die, das Farbband machen wir gleich auch weg. Aber gut. Gut, Freunde, dann speichern wir mal. Und da würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.